Morgen. Bahnhof Klecken und es fährt ein EC mit 103er. Ja, ihr seht und hört schon, diese Aufnahmen sind nicht ganz taufrisch. 13. Juli 1995. Ein Vierteljahrhundert ist's her. Ich lade euch heute also nicht nur zu einer Tour durch Niedersachsen ein, sondern auch auf eine Zeitreise 25 Jahre zurück. Unser Ausflug führt uns von Klecken über Buchholz, Rothenburg, Verden und Nienburg nach Minden, weiter mit Stopps in Bückeburg und Kirchhorsten via Hannover nach Hämeler Wald. Es folgen ein Fußmarsch nach Föhrum und die Heimreise mit einem Abstecher nach Bremen-Mahndorf. Viele der Szenen sind selbsterklärend. Mitunter werde ich Informationen ergänzen und weil ich damals die Angewohnheit hatte, in meine Aufnahmen reinzuquatschen, gibt es auch den ein oder anderen Originalkommentar. Im Großen und Ganzen erwartet euch also ein stinknormaler Vlog von vor 25 Jahren. Start in Klecken war um 8.21 Uhr. Nach Umstiegen in Buchholz und Rothenburg ging es mit einem durchgehenden Regionalexpress nach Minden. In Verden war Paralleleinfahrt mit dem Interregio Emden-Bad Harzburg. An der heutigen Überleitstelle Warnebergen, südlich von Verden, lag noch die Weiche zur stillgelegten Allertalbahn nach Schwarmstedt, deren Restabschnitt bis Rethem sozusagen Sekunden zuvor abgebaut worden war. In Windheim an der NATO-Bahn Nienburg-Minden war Kreuzung mit einem Güterzug. Auf dieser Strecke hat sich in 25 Jahren so gut wie nichts verändert. Nach dem Umstieg in Minden gönnte ich mir 40 Minuten in Bückeburg.
keine Ausfahrt. Dann ging's ein Häuschen weiter nach Kirchhorsten, wo es noch zwei Bahnübergänge gab. Wir befinden uns hier bei Kirchhorsten an der Schnellfahrstrecke Hannover-Bielefeld und erwarten einen IC mit 112. Das ist kein IC, was da naht, das kann mir kein Mensch erzählen. Das hört sich sehr nach einem N an. Auf der Weiterfahrt nach Hannover stand in Stadthagen die planmäßige Überholung durch den Interregio Hofdorp Berlin-Charlottenburg an. Bei Abfahrt Haste begegnete uns ein Zug der Osthannoverschen Eisenbahn. Züge privater Eisenbahnverkehrsunternehmen waren damals absolute Ausnahmen im Netz der Deutschen Bahn AG. Nächstes Ziel war der Bahnhof Hämeler Wald, den ich um 14.09 Uhr erreichte. Weil die Aus- und Neubaustrecke über Wolfsburg und Stendal noch nicht fertig war, rollte nahezu der gesamte Verkehr zwischen Hannover und Berlin über Braunschweig und Magdeburg. Mit 10 bis 15 Zügen pro Stunde ging es hier richtig zur Sache. Ein Erzzug wird in Hämeler Wald von einem IC spektakulär. Muss leider Gegenlicht sein. Szenen aus der Nähe von Hämeler Wald. Dieser BÜ, der sich soeben zu schließen erfrecht, ist legendär, seit hier zwei Österreicher von einem IC erfasst worden sind.
einen Feldwegübergang bei Föhrum. Wir hören etwas sehr Besonderes, welches sich nähert. Aha. Wer hat sowas hier jemals gesehen? Also ich nicht. Das war der IC mit 112er, den wir schon in Kirchhorsten erwartet haben. Jetzt sehen wir ihn bei Föhrum x Stunden später. Jetzt wollen wir mal demonstrieren, wie kurz jedoch die Schrankenschließungszeit ist. Wir sehen, es blinkt. Die Schranken schließen sich. Und schon singen die Schienen und was naht. Es ist nichts Geringes, hört sich sehr nach IR an. Schätze ich mal so, ne? Güterzoftware mir lieber. Von Föhrum ging's mit einem Doppelstockzug nach Verden und von dort im Stadtexpress nach Bremen-Mahndorf. Die Wagen waren brandneu und wenn ich mich recht entsinne, waren dies zum Aufnahmezeitpunkt die einzigen Dostos in Niedersachsen. Um das Geschehen auch über die Eisenbahn hinaus historisch einzuordnen, in jenen Tagen wurde das schwerste Kriegsverbrechen in Europa nach 1945 verübt. Das Massaker von Srebrenica, bei dem 8000 Menschen ermordet wurden. Mit den Bildern von damals vor Augen erscheint es mir, freundlich ausgedrückt, unangemessen, in Zusammenhang mit Covid-19 von Krieg zu reden. Was auch immer man von den Anti-Corona-Maßnahmen halten mag. Keiner von uns muss fürchten, in der nächsten Minute überfallen, verschleppt, gefoltert und hingerichtet zu werden. Das ist der weder kleine noch feine Unterschied zwischen Ex-Jugoslawien 1995 und Deutschland 2020. Gut, genug davon. Letzter Tagesordnungspunkt an jenem 13. Juli 1995 war der Besuch in Mahndorf. Wir sind jetzt in Bremen-Mahndorf und hoffen doch noch auf ein paar Güterzüge. Nett, dass Sie ins Bild fahren. Danke sehr. Und ihr lauft am besten auch noch rein. Tja, was mag aus den beiden jungen Damen geworden sein? Ich sag's euch. Sonja, die Linke von Ihnen, ist Staatsanwältin
und Melanie Virologin. Der E nach Hannover ist gerade mal weg. Wir sehen dann übrigens die Brücke der Sagehorner Kurve und da drunter dann noch den Güterzug der Elbischen Pfanne und schon naht der E aus Hannover. Es war nicht der E aus Hannover, der sich da bimmelnd ankündigte, sondern dieses ungleich spektakulärere Gespann. Jetzt. Überqueren wir den geschlossenen Bahnübergang. Die Schranken sind da natürlich nur zum Spaß, ist ja klar. Ist ja sowieso alles nur noch Fun heute. Naja. Ein Bahnübergangsunfall gab es nicht und ich fuhr über Bremen Hauptbahnhof nach Buchholz, um im Stadtexpress nach Klecken die letzte Etappe zurückzulegen. So endete ein anfangs trüber, später sonniger Tag. Ich werde die Fahrt wiederholen und einen Einst- und Jetzt-Vergleich basteln, wenn ich irgendwann wieder unmaskiert in einen Zug steigen darf. Und damit entlasse ich euch in die Gegenwart. Bis demnächst auf diesem Kanal.